So was kann ich ja gar nicht. So, wir probieren das jetzt mal aus. Hallo, meine lieben Garnkünstlerinnen und Garnkünstler. Willkommen zurück in der Hobby-Ecke. Ich bin Sarah van Draht und komme zu euch wie immer aus dem schönen Teutoburger Wald. Wenn ihr wissen möchtet, was ich über das Jahr so gestrickt und gelesen habe, dann bleibt doch ganz einfach dran. Gleich geht's los. Meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid zum ersten Podcast im Jahr 2022. Ich wünsche euch noch schnell ein gutes Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und habt ein schönes Weihnachtsfest gefeiert. In diesem Zusammenhang wollte ich mich gerne nochmal bei euch bedanken für die ganz, ganz vielen guten Wünsche und lieben Kommentare unter den Weihnachtsvlogs. Es war wirklich richtig schön von euch zu lesen und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Videos zu liken, vielleicht ein Abo dazulassen und einen schönen Kommentar zu schreiben. Und falls ihr die Videos gesehen habt, dann wisst ihr ja auch, dass ich über die Vorweihnachtszeit noch ziemlich viele Projekte fertig gestrickt habe, die ich dann zu Weihnachten verschenkt habe. Und was soll ich sagen, meine Hand tut immer noch weh. Das hatte ich ja auch kurz erwähnt in den Videos. Ich weiß auch nicht, so ein bisschen Karpaltunnelsyndrom in die Richtung geht das. Aber ich versuche, die Hand ruhig zu halten und die Muskeln zu massieren, zu entspannen. Und es ist aber nicht so ganz einfach, wenn man Rechtshänder ist und alles mit der rechten Hand macht. Und ja, so ist es im Moment. Aber es gibt wirklich Schlimmeres auf der Welt und das wird schon wieder vorbeigehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hält mich nicht wirklich vom Stricken ab, denn im Augenblick habe ich ein Projekt, das mich wirklich, wirklich in den Bann gezogen hat. Dazu aber gleich mehr. Ich kann euch heute also ein paar fertige Objekte zeigen. Manche habe ich leider nicht mehr hier, weil ich die schon verschenkt habe und die sind schon auf Reisen gegangen. Ich habe auch noch ein schönes Buch zum Thema Stricken. Daraus habe ich auch mein neuestes Projekt. Und ich habe noch ein bisschen Belletristik und einen Reisebericht und noch so ein paar andere kleine Sachbücher, die ich euch gerne mal vorstellen möchte, die mich im Moment so ein bisschen umtreiben. Falls ihr euch fragt, was ich heute anhabe, das ist der Sunday Cardigan Mohair Edition von Petite Knit. Dieses schöne, flauschig, kuschelig warme Teil habe ich ja mal aus 3 Strängen Mohair-Seide gestrickt. Die habe ich mal alle selber gefärbt. Das ganz dunkle war, glaube ich, eine selbst angemischte Säurefarbe. Und dann geht es weiter mit Avocado und schwarzem Tee. Habe ich ja mal, glaube ich, in ein paar Färbevideos drüber gesprochen. Genau, und den habe ich mal wieder rausgekramt. Der ist schön kuschelig warm. So ein kleines, leichtes Kleid habe ich drunter, weil ich dazu neige, dass mir sehr schnell warm wird. Und von daher mal gucken, wie lange ich die Jacke heute anhabe. Aber jetzt schnack ich nicht mehr lange um den heißen Brei und wir starten direkt mit dem ersten fertigen Objekt. Thank you.
Das erste Projekt, das ich euch fertig zeigen kann, ist der Gruggle-Kaul von Katie Davis Designs. Darüber habe ich mit euch ja schon in dem einen oder anderen Adventsvlog, glaube ich, geschnackt, habe ihn euch gezeigt. Ich habe ihn jetzt leider nicht mehr hier, deswegen kann ich ihn euch nur in Schnittbildern zeigen. Ich hatte damals eine Kaschmirwolle benutzt und zwar hieß die Wannsee von schön-stricken.de. Ich habe mich für die Farbe Petrol entschieden und mit Nadelstärke 3 und 3,5 gestrickt. Die erste Hälfte dieses Kauls wird mit 3 mm gestrickt und danach wechselt man dann auf die 3,5 mm, damit der Kaul nachher Richtung Brustkorb etwas weiter wird und sich ein bisschen schön geschmeidiger auf die Schultern legt. Die Anleitung ist sehr kurz, aber dafür sehr übersichtlich, leider auf Englisch, aber es gibt keine ausgeschriebenen Instruktionen, sondern tatsächlich nur einen Chart. Und von daher finde ich, dass es auch ein anfängertaugliches Modell ist, wenn man der englischen Sprache nicht ganz so mächtig ist. Es war wirklich super einfach und es hat riesig Spaß gemacht. Ich habe das so schnell weggestrickt und die Wolle ist natürlich auch ein ganz tolles Träumchen. Der fertige Kaul war wunderbar leicht und fluffig und flauschig und wärmend. Und super leicht zugleich. Meine Schwiegermama in Spee hat den zu Weihnachten bekommen und die hat sich sehr darüber gefreut. Passt wunderbar zu ihrem Teint und zu ihrer Winterjacke. Und ich glaube, sie hat ihn auch schon das ein oder andere Mal ausgeführt. Das ist also das erste von den letzten fertigen Objekten aus dem Jahr 2021. Dann geht es weiter mit dem Full Circle Kaul von Andrea Murray. Den habe ich ganz schnell fertig gestrickt. Ich hatte wirklich nicht mehr viele Tage Zeit. Und ich dachte mir, du musst den auch noch waschen und ein bisschen blocken und dann auch noch zusammennähen. Ich habe wieder die Wolle Dererum Natura in Gilead verwendet, in der Farbe Karamell. In dieser Farbe hatte ich ja damals auch meinen Tittersweater gestrickt von Marcelle Eclos. Die Wolle ist wirklich wunderbar. Die ist am Anfang, fühlt die sich ein bisschen rau an und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich schwer mit dieser Wolle zu stricken, wenn man Holznadeln verwendet. Ich glaube, deswegen tut mir auch die Hand noch so weh, weil ich das ganz schnell fertig haben wollte. Aber sobald man die gewaschen hat und die sich so ein bisschen entspannt ins Strickmuster legt, ist die wirklich ganz fluffig weich und hat einen ganz, ganz wunderbaren Stand. Also ich bin immer wieder begeistert von diesem Garn und es macht immer wieder Spaß, daraus was zu werkeln. Ich habe für den Kaul insgesamt 2,5 Knäuel verwendet. Das hier ist sozusagen noch der Rest, den ich davon übrig habe. Das liegt aber bestimmt auch daran, dass ich den Kaul etwas kürzer gestrickt habe. Und das Muster hat einen Rapport von 16 Maschen. Und ich habe quasi einen Rapport weniger gestrickt, damit er nicht ganz so breit wird. Und ein bisschen kürzer, damit er nicht zu lang wird. Wenn man damit dann fertig ist, dann muss man ihn ja einmal drehen und dann zusammennähen. Und ich wollte einfach, dass der richtig kuschelig um den Hals liegt. Im Original ist er ja etwas weiter. Aber ich denke mir immer, wenn ich sowas Kuscheliges mache, dann soll das auch möglichst kuschelig sein und relativ nah am Hals anliegen. Und ich weiß, dass meine Schwägerin in Spee das ganz gerne so kuschelig warm hat. Und deswegen habe ich es eben auch kürzer gestrickt und wie gesagt, ein Rapport von 16 Maschen einfach
nicht mitgestrickt. Ansonsten ist das Muster wirklich total einfach und eingängig und der hat einen wirklich wunderbaren Stand. Ich habe mit einer 4,5 mm gestrickt und der steht wirklich hinten richtig schön hoch und ist ganz kuschelig. Ich habe den auch einmal kurz getragen und habe wirklich überlegt, verschenkst du den jetzt wirklich oder behältst du ihn einfach selber? Der ist wirklich so wunderbar kuschelig weich. Und wenn man eine Jacke hat, wo zum Beispiel keine Kapuze dran ist, dann kann man den da wunderbar drüber legen und man ist wahnsinnig eingekuschelt. Und das ist einfach ein ganz, ganz behagliches Gefühl. Ich kann euch also wirklich die Dererum Natura Gilead für den Full Circle Cowl empfehlen. Hat einen wunderbaren Stand, sieht ganz toll aus. Das Maschenbild kommt wunderbar raus, wie er auch schon bei dem Tittersweater zu sehen war. Und hat wirklich ganz viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn man nicht so viel Zeitdruck hat, dann tun einem auch nicht die Hände danach weh. Also eine ganz große Empfehlung für euch, falls ihr noch was Warmes, Kuscheliges für den Rest dieses Winters braucht. Zwischendurch habe ich dann doch noch was für mich gestrickt. Irgendwie war mir noch mal nach so einem kleinen Mützenprojekt irgendwas, was ganz schnell geht und ganz schnell fertig ist und unkompliziert ist. Und ich habe mich dafür für die Stockholm-Mütze von Petit Knit entschieden. Das ist wirklich ein ganz tolles, flauschiges Modell. Und diese Mützenform, die ist ja schon seit einiger Zeit schwer im Trend. Und ich dachte mir, die muss es sein. Die ist so kuschelig weich, hat hier oben so einen kleinen Schnabel, wie ich immer finde, also ganz niedlich gemacht und hält natürlich auch super gut warm. Ich habe das Ganze mit zwei Strängen Fingering-Garn gestrickt und da ist, glaube ich, auch ein Seidenanteil drin. Die beiden waren, wenn ich mich richtig erinnere, von Katinchen-Jans. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen. Und ich habe einen ganz, ganz hellen Roseton Mohair-Seide dazu genommen. Und dann ist diese wunderbar flauschig weiche Textur entstanden. Also wirklich was ganz, ganz was Feines. Die wärmt unheimlich gut und wird nur im rechts-links 1:1 Rippenmuster gestrickt und ist dadurch natürlich auch unwahrscheinlich schnell fertig. Also an einem Abend oder an zwei ist das Teil garantiert fertig gestrickt und kann schnell verschenkt werden oder schnell getragen werden. Ich finde die einfach super cool und die hat so ein paar besondere Features. Eigentlich wird die Killgarn verwendet mit einem Mohairstrang. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach zwei Fingering-Garne mit einem Mohairstrang zusammengehalten. Und die Mütze passt One-Size-mäßig quasi auf einen Kopfumfang von 54 cm bis 60 cm. Das ist natürlich eine riesen Bandbreite. Und normalerweise soll bei den kleineren Größen dann nachher auch noch so ein Gummifaden hier eingewebt werden, damit das immer schön dicht am Kopf anliegt. Das musste ich jetzt nicht machen. Manche von euch wissen vielleicht, dass ich einen Dickschädel habe. Ich glaube, ich habe irgendwie so eine 58 cm Kopfumfang. Also für mich passt das schon ganz gut. Aber trotzdem wollte ich, dass der noch richtig kuschelig wird. Gerade hier oben so an den Ohren liegt er ja dann doppelt durch das Bündchen. Ich habe quasi den ersten unteren Teil des Bündchens mit einer 4,0 mm Nadel gestrickt und habe danach auf eine 3,5 mm Nadel gewechselt, damit das Maschenbild noch ein bisschen dichter wird, noch ein bisschen mehr den Wind abhält. Und ich finde, das ist auch ganz cool geworden. Trotzdem überlege ich, ob ich hier oben noch so einen elastischen Faden reinarbeite. Aber eigentlich, wenn ich das trage, dann steht das eigentlich überhaupt nicht ab und gefällt mir wirklich schon richtig gut. Und was ich euch noch Besonderes erzählen kann, ist, im letzten Podcast habe ich euch ja, glaube ich, erzählt bei dem Little Yellow Sweater, dass ich mit dem italienischen Maschenanschlag noch nicht so ganz warm geworden bin. Und ich dachte mir, Petit Knit hat hier jetzt auch einen italienischen Maschenanschlag hergenommen. Und ich dachte mir, komm, probier es aus. Mette wird dich bestimmt gut führen. Und es gibt auch von ihr in der Anleitung selbst noch ein paar Links zu guten Anleitungen, auch, glaube ich, von ihr selber. Und dann habe ich den italienischen Maschenanschlag einfach mal ausprobiert. Und früher dachte ich immer, bevor man nimmt die ja ganz besonders auf. Und dann dachte ich immer, dass man dann schon zur Runde schließen muss. Und dann bin ich irgendwie gar nicht mehr klargekommen. Bis mir dann aufgegangen ist, ach so, ich nehme die erst auf, stricke dann einmal glatt hin und zurück und schließe dann erst zur Runde.
Und dann war es um mich geschehen. Und seitdem, ja, ist der italienische Maschenanschlag gar nicht mehr so schlimm. Und wie gesagt, das erste Mal war es jetzt so, dass ich das ausprobiert habe und ich bin wirklich total zufrieden. Also es ist wirklich richtig cool geworden und der Effekt ist natürlich granatenmäßig. Also wenn man sich hier mal diesen Bündchenabschluss anschaut, ich finde es wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und ja, ich bin sehr zufrieden, dass ich das gewagt habe bei diesem ja sehr schlichten, einfachen Projekt. Aber wirklich, das ist ganz, ganz kuschelig. Und ich glaube, in dieser Art und Weise werde ich mir noch mehr Mützen stricken. Höchstwahrscheinlich werde ich dann aber weniger Maschen anschlagen tatsächlich und dann mit der Nadelstärke eventuell sogar noch eine Nadelgröße runtergehen und dann mit einer 3,25 oder 3 mm Nadel hauptsächlich stricken, damit das einfach noch ein bisschen mehr Stand bekommt. Jetzt ist sie sehr slouchig, würde ich mal behaupten, aber auch wunderbar. Aber wie gesagt, wenn man so seine Erfahrungen macht und denkt, ach, das würde ich beim nächsten Mal so und so anders machen, dann werde ich das bestimmt in den Angriff nehmen. Das ist also meine Stockholm-Mütze von Petit Knit. So, meine Lieben, das nächste fertige Objekt und gleichzeitig Weihnachtsgeschenk, was ich auf den Nadeln habe, ist natürlich der Cobblestone Cardigan von Jared Flood. Den hatte ich euch ja schon im letzten Podcast näher gezeigt. Der ist wirklich ganz, ganz schön flauschig und schön geworden. Hier seht ihr ihn schon mal in all seiner Pracht mit den Knöpfen dran. Alle Infos, was ich hier so verwendet habe, findet ihr auch noch mal in der Infobox. Und er ist endlich fertig und ich bin so zufrieden. Ich habe auch noch ein bisschen Restgarn übrig. Ich habe mich ja für das Dererum Natura Gilead in Granit wieder entschieden. 5 Knäuel habe ich verwendet und das hier ist übrig geblieben. Das ist schätzungsweise die Hälfte. Ich habe aber auch kleinere Nadeln genommen und dadurch bin ich, glaube ich, ganz gut mit
der Wolle trotzdem hingekommen. Hendrik hat ihn auch schon zu Weihnachten natürlich geschenkt bekommen von mir, hat sich sehr gefreut und findet ihn knattergeil. Aber irgendwie fehlt hier doch noch irgendwas. Haha, hat funktioniert. Na? Na? Special Guest heute bei mir im Podcast. Ja. Und ja, du hast ja schon deinen schönen Cardigan an. Wie gefällt er dir denn? Ja, wunderbar. Meine neue Lieblingsjacke, würde ich sagen. Ne? Hält die richtig gut warm? Meist schon zu warm, würde ich mal sagen. Aber ja, sie hält also sehr gut warm. Also man darf nicht vergessen, mir ist sowieso eigentlich immer warm oder heiß. Ja, also jetzt so bei 6 Grad draußen zieht Hendrik auch gerne die Jacke an und einfach nur eine Weste drüber und ich stehe daneben und zittere. Naja, so ist das halt. So ist man unterschiedlich. Und wie ist so die Wolle? Schön weich und kuschelig ist die Wolle. Formstabil. Ich hatte erst so ein bisschen die Bedenken vielleicht, dass sie so ausbollert oder so. Für Männer muss ja die Wolle immer auch ein bisschen robuster sein. Also hast du eine gute Mischung ausgesucht. Ja, deswegen habe ich ja auch die kleinere Nadelstärke genommen, damit die Jacke wirklich nicht so doll ausbollert. Ich meine, gut an den Ellenbogen bollert es sowieso immer so ein bisschen aus und wenn man sich dann so abstützt, ne, das kenne ich auch von meinem Tiddersweater, da sind halt die meisten Abriebstellen irgendwann, vielleicht muss ich da nochmal so ein Patch irgendwann drauf machen, mal sehen, aber noch sieht es ganz gut aus. Ne, das Schöne ist ja, ich hatte dir ja vorher ungefähr gesagt, was ich mir so vorstelle. Du hast ja ein schönes Modell rausgesucht. Ich wollte ja explizit eine haben, wo der Kragen auch jetzt, oder beziehungsweise die eigentlich keinen Kragen so richtig hat. Ja, genau. Und das ist eigentlich genauso, wie es werden sollte. Ja, die Knöpfe habe ich dir ja streitig gemacht. Die wolltest du ja eigentlich für ein anderes Projekt haben, ja. Aber gibt ja noch zu kaufen, Gott sei Dank. Ja. Nee, ansonsten eine Jacke, die man gerne trägt. Gerne zur Arbeit trägt, gerne in der Freizeit trägt. Ja. Ich finde, die kann man auch ganz gut offen tragen, weil die eben so formstabil ist. Sieht die schon fast so ein bisschen aus wie so ein moderner Blazer. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, mein Lieber, dann freue ich mich, dass du dich freust über die Strickjacke. Schön, dass du heute bei uns mal im Podcast warst und vielleicht sehen wir dich an dem einen oder anderen Video nochmal wieder. Sehr gerne. So, meine Lieben, jetzt habe ich unseren Special Guest wieder rausgeschickt und erzähle euch noch ein bisschen, was ich so noch auf den Nadeln habe. Ihr wisst sicherlich aus dem letzten Podcast noch, dass ich noch 3 Whips auf den Nadeln habe, die ich aber erstmal auf Halde gelegt hatte. Irgendwie bin ich im Dezember nicht so richtig mit diesen Projekten warm geworden. Ich habe ja noch den In Good Company Wrap von Espace Tricot. Ein wunderschönes Tuch oder Schal, könnte man sagen. Ich habe ihn ja etwas schmaler gestrickt, mit Tasseln unten dran und so ein bisschen Lace-Muster und so Criss-Cross-Muster mit drin. Aber irgendwann haben mich diese Haier-Haier-Sharp-Nadeln genervt. Ich habe aufgrund meiner Stricktechnik schon so ein richtig kleines Loch im Finger gehabt, wenn ich dann die Nadel immer so runterdrücke. Das hat mich irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, ich brauche erstmal eine Pause von diesem Projekt und eventuell muss ich da mal auf Holznadeln wechseln, damit das nicht mehr so weh tut beim Stricken. Also falls ihr Haier Haier Sharps habt, dann wisst ihr das vielleicht, dass die wirklich richtig, richtig spitz sind und das ganz schön wehtun kann in den Fingern, wenn man da wiederholt drauf
drückt. Wie gesagt, das ist ein Problem, das ich schnell beheben kann. Aber ich dachte mir, okay, ich mache jetzt erstmal eine Pause von diesem Projekt, bis ich mir andere Nadeln gesucht habe. Außerdem habe ich ja noch den Shifty auf den Nadeln. Den hatte ich ja zusammen mit der Tanja von Faserliebe in unserem Faserdraht-Shifty-Keil gestrickt. Die Mädels, die da mitgemacht haben, die sind alle schon Ewigkeiten gefühlt fertig. Und ja, ich krieche immer noch wie eine Schildkröte hinterher und versuche noch, meine beiden Ärmchen zu stricken. Aber irgendwie macht das im Moment nicht so Spaß, in der Magic Loop Methode diese Ärmel zu stricken. Ich könnte sie wahrscheinlich einfach auf links drehen, sodass die Fäden dann außenrum laufen und dann stricken. Ich könnte nochmal auf ein Nadelspiel wechseln. Das sind jetzt alles so Sachen, die ich gesagt habe, okay, die probiere ich dann aus, wenn ich soweit bin und wenn es dann auch mal heller wird. Und heller werden ist auch das Stichwort für das dritte Projekt, das ich immer noch auf den Nadeln habe. Und zwar handelt es sich um den The Night Shift Shawl, auch von Andrea Mowry. Da ist ja auch dieses wunderbar schöne Muster mit drin, Schachbrett hätte ich jetzt fast gesagt. Also ist nicht wirklich Schachbrett, aber so ein richtig schönes Muster. Da habe ich ja auch schon mal geribbelt, weil mir die Farbkombinationen nicht gefallen haben. Und im Dezember war es einfach so schrecklich dunkel und die Tage waren so kurz und ich habe es einfach nicht geschafft, zur richtigen Zeit mit dem Stricken anzufangen. Man muss ja auch nochmal arbeiten zwischendurch, ne? Und von daher habe ich gesagt, okay, bevor ich da jetzt wieder irgendwas stricke, was mir hinterher nicht gefällt und ich es wieder aufribbeln muss, packe ich es erstmal auf Halde, lasse es auch erstmal so ein bisschen abkühlen und schaue es mir dann an, wenn die Tage wieder etwas länger werden und ich ein bisschen mehr Tageslicht habe, damit ich die Farben besser einschätzen kann. Und das bedeutet, meine Lieben, dass ich ein neues Projekt angeschlagen habe, und zwar den Wear-Sweater von Gudrun Johnston. Diese Anleitung gibt es, glaube ich, aktuell nur auf Englisch, und zwar in ihrem neuesten Buch The Shetland Trader Book Nummer 3. Heritage. Und Heritage heißt ja Erbe. Ich kann euch das Buch ja schon mal kurz zeigen. Dazu erzähle ich euch dann gleich noch mehr. Aber hier seht ihr schon mal das Projekt, das ich gearbeitet habe. Das ist der Wear-Sweater mit Rollkragen und Puffärmeln. So richtig 70er Jahre mäßig. Ich finde es ja granatenmäßig schick. Und deswegen dachte ich mir, das ist dein nächstes Projekt. Ja, dieser Wear-Sweater wird ja gerade von relativ vielen Leuten, habe ich so das Gefühl, gewerkelt. Also ich habe ihn bei Jackie von dem Caddy Jack's Knits Podcast aus Amerika gesehen. Ich habe ihn bei Taylor Owen in ihrem Thread to Mend Podcast gesehen. Und ich habe ihn im Podcast von Amy Palko gesehen. Und die gute Frau hat mich auch dazu angesteckt, diesen Pullover anzuschlagen. Sie hat ihn in einem wunderschönen Bärenton mit wunderbaren Fair-Isle-Mustern auch gestrickt. Und ich war so verliebt und dachte mir,
Ja, den musst du auch haben. Und dann habe ich ihn einfach angeschlagen. Und hier kann ich euch schon mal meinen Fortschritt präsentieren. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mich für die Original, mehr oder weniger originale Farbvariante entschieden. Ihr seht hier auch schon ein paar Steaks an den Ärmeln und hier an dem Halsausschnitt sind auch ein paar Steakmaschen aufgenommen worden. Das ist auch so ein bisschen Neuland. Der Pullover wird von unten nach oben gestrickt. Es beginnt erst mit diesem ganz wunderbaren Razor Shell Pattern, wie sie es genannt hat, und geht dann weiter in diesen Fair Isle Teil. Und ist das nicht eine Wucht? Ich finde es super schön und ich bin mal gespannt, was ich jetzt noch mit diesen Steak-Maschen anstellen muss. Ich muss die sicherlich dann auch noch sichern und umnähen und dann neue Maschen aufnehmen für meine Ärmel. Ja, das wird also noch richtig spannend. Ich muss aber auch sagen, dass ich ziemlich weit runtergehen musste, um die Maschenprobe zu schaffen. Ich habe den Körper mit 3,0 mm Nadeln gestrickt. Obwohl man eigentlich 3,5 mm nehmen musste, bin also sogar zwei Nummern runtergegangen. Und den Fair-Isle-Teil habe ich dann in 3,25 mm gestrickt. Das ist auch von der Breite so ganz gut hingekommen. Ich habe nur so 1 cm mehr in der Höhe, aber ich glaube, das macht den Kohl nicht fett. Es hat wirklich irre Spaß gemacht. Also hier unten war ich ja noch relativ entspannt, weil das ist ja jetzt nicht so ein Hexenwerk, dieses Razor Shell Pattern zu stricken. Das hat irre viel Spaß gemacht. Aber dann kam der Fair Isle Teil. Und bis auf den Soldotna Crop von Caitlin Hunter habe ich, glaube ich, noch nie Colorwork gearbeitet. Und wenn, dann ist es schon so lange her oder es war so ein kleines Projekt, dass ich es schon wieder vergessen habe. Und einige von euch haben mich bei Instagram gefragt, ob ich euch mal meine Technik zeigen kann. Ich hatte ja schon kurz erwähnt, dass ich den Pullover auf links stricke. Hier könnt ihr einmal die Schlaufen sehen. Ich weiß nicht, wie interessant das ist, aber so sehen halt meine Schlaufen aus. Ich nehme das Strickstück auf die linke Seite, sodass die linke Seite also nach außen guckt und die rechte, die schöne Seite nach innen. Das hat den Vorteil, dass der Faden dann außen sowieso schon einen längeren Weg zurücklegen muss und dadurch schon etwas lockerer auf dem Strickteil liegt. Ich nehme dann also meine Hintergrundfarbe, in diesem Fall ist es ja schwarz, auf meine linke Hand ganz normal, so wie ich auch normal kontinental stricken würde und nehme die Farbe für den Vordergrund, die also dann das Muster macht, in meine rechte Hand und werfe sie quasi wie beim englischen Stricken dann über die Nadel. Ich steche erst von wie zum Rechtsstricken in meine Masche ein, hole dann mit meiner rechten Hand den Faden, werfe ihn über die Nadel und nehme dann die Masche ganz normal wie zum Stricken ab und lasse aber auch relativ viel Platz. Also ich schiebe die Maschen immer ganz gut auseinander, damit die wirklich richtig, richtig locker und mit genug Abstand zueinander liegen. Und dann nehme ich quasi die Vordergrundfarbe und schmeiße die über meine Nadel rüber und stricke dann normal wie zum Rechtsstricken ab. Das hat wirklich richtig gut funktioniert. Ich muss aber auch sagen, dass ich das erste Mal an diesem Projekt hier geübt habe. Die Technik habe ich, glaube ich, mal bei Katie Green vom Katie Green Podcast gesehen. Das ist eine Dame aus England. Und sie hat eben gesagt, sie strickt das einfach auf links. Und ja, das habe ich mir so ein bisschen von ihr abgeschaut. Und das hat wirklich ganz wunderbar funktioniert. Ich bin wirklich sehr glücklich und zufrieden, dass das so schön glatt geworden ist. Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Schiss vor diesem ganzen Fair-Isle-Stricken, aber es war völlig unbegründet. Die Anleitung hat die ganzen Charts, es ist wirklich unheimlich übersichtlich und sie hat diesen Pullover auch in ganz, ganz vielen Größen berechnet. Ich kann euch wirklich nur sagen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr euch traut, macht mal diesen Pullover. Das ist wirklich eine Wucht. Also ich bin ganz, ganz süchtig danach und habe mir auch schon ein zweites Fair-Isle-Projekt aus ihrem Buch ausgeguckt, aber das erzähle ich euch dann später. Also der Körper ist jetzt fertig. Ich muss jetzt noch meine Schultern rausarbeiten mit ein paar verkürzten Reihen. Und dann bin ich auch schon so weit, dass ich den Halsausschnitt arbeiten kann und dann fehlen ja noch die Ärmel. Und Gudrun Johnston hat da auch verschiedene Varianten. Also man kann einen ganz normalen Rundhalsausschnitt arbeiten, man kann einen Stehkragen, glaube ich, arbeiten und einen Rollkragen. Ich habe mich für die Rollkragen-Variante entschieden, weil ich es richtig schön warm und kuschelig noch haben möchte. Und dann kommen ja noch die Ärmel hier mit dran.
Da muss man dann auch noch mal stiegen. Das werde ich euch dann alles im nächsten Podcast ganz in Ruhe zeigen und erklären, wie ich das so gemacht habe. Aber ich glaube, da gibt es auch schon relativ viele Videos, Tutorials zum Stiegen auf YouTube. Ich zeige euch trotzdem mal, wie ich mich dabei angestellt habe. Ja, und dann kann man eben einen ganz normalen, eng anliegenden Arm stricken oder eben Puffärmel. Und ich habe mich natürlich für Puffärmel mit diesem ganz langen Bündchen entschieden. Ich finde das einfach richtig knattergeil, muss ich sagen. Ja, und das ist eben auch die Variante, die hier vorne auf dem Cover zu sehen ist, mit den Puffärmeln. Ja, und so soll das Ganze dann hoffentlich mal aussehen. Wenn ich mir das hier so angucke, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das für den Armausschnitt schon, ja, ziemlich lang ist. Ich habe gemessen. Es stimmt tatsächlich. Also ich bin mit dem Vereilteil auf ungefähr 20, 21 Zentimeter gekommen. Ich bin mal gespannt, wie es hier jetzt noch weitergeht. Aber wie gesagt, Vereil, super Sache. Also macht richtig viel Spaß. Ja, bin schwer begeistert von diesem Projekt. Die Farben, für die ich mich jetzt entschieden habe, könnt ihr hier nochmal sehen. In der Anleitung wird angegeben, dass man Jameson & Smith 2-Ply Jumper Weight nehmen soll. Da sind aber nicht mehr alle Farben verfügbar. Dafür aber im Jameson & Smith Spindrift. Ich glaube, das ist die neue Base, die die jetzt produzieren. Und dieses 2-Ply Jumper Weight läuft aus. Ich glaube, irgendwie so mal was gelesen zu haben. Ich habe keine Ahnung. Zitiert mich nicht an dieser Stelle. Aber wie gesagt, ich konnte nicht mehr alle Originalgarne in diesem 2-Ply-Jumper-Weight finden. Deswegen musste ich eben hier auf Spindrift umsteigen. Und ich habe mich hier für dieses ganz tolle Shetland Black entschieden. Ja, diese Farbe hier geht eher so Richtung Braun. Das ist also eher so ein ganz richtig, 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 richtig dunkles Braun, nicht so wirklich schwarz. Finde ich aber auch gar nicht schlecht, weil das dann so ein bisschen weicher aussieht. Dann habe ich hier so ein dunkles Grau, auch in dem Spindrift. Einmal habe ich das. Dann habe ich hier noch dieses wunderschöne Orange-Rot. Da sind wirklich ganz viele verschiedene Töne drin, wenn ihr das so sehen könnt. Es ist wirklich abgefahren. Also diese Garne, die sind so facettenreich. Wirklich ganz, ganz toll. Und die sind auch ein bisschen von der raueren Variante. Und ich hatte erst so ein bisschen Angst, dass wenn ich nachher den Rollkragen mache, dass es irre jucken wird. Aber ich habe jetzt schon von einigen gehört, dass nach dem Waschen wohl noch etwas fluffiger werden soll. Und das ist meine große Hoffnung, dass das dann nachher noch ein bisschen weicher wird. Das hier ist Jameson & Smith. Und zwar ist das Shetland Supreme Weight. Und da haben wir dann eben ein helles Grau. Und noch einmal Shetland Supreme in diesem schönen Braunton. Genau, das sind also die Originalfarben. Die kriegt man auch noch so ein bisschen zusammengewürfelt zu kaufen. Wie gesagt, sie bietet auch noch, ich glaube, eine oder sogar zwei weitere Farbvarianten an. Natürlich könnt ihr die Farben für euch so benutzen, wie ihr sie haben möchtet. Das steht natürlich jedem frei, wer da so kreativ ist und sich da seine eigene Kombi zusammenstellt. Aber ich fand diese erste Variante so wunderbar. Deswegen mussten auch die Farben her. Ja, ich werde euch also darüber berichten, wie es mit diesem Projekt weitergeht, wie das mit dem Stiegen so bei mir geklappt hat. Ja, da bin ich noch sehr aufgeregt und werde mir bestimmt noch das ein oder andere Tutorial dazu anschauen müssen, bevor ich mich dann tatsächlich an die Schere wage und meine Maschen aufschneide. Aber das wird schon schief gehen. Jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen zu dem Buch, wo die Anleitung drinne steht. Ich habe es euch ja schon mal kurz gezeigt. Das ist von Gudrun Johnston, The Shetland Trader, Book Nummer 3, Heritage. Und das heißt natürlich nicht umsonst Heritage für Erbe. Sie erzählt anfangs so ein bisschen von ihrer Mama, die in den 70er und 80er Jahren, glaube ich, Strickmuster geschrieben hat und auch dann gestrickt hat für die Damen. Also so eine Auftragsstrickerin ist sie gewesen. Und einige dieser Muster hat Gudrun Johnston eben wiederentdeckt und so ein bisschen modern aufgepeppt und in diesem Buch zusammengeführt. Das ist also alles Vereil. Also in jedem Projekt ist Vereil drin und die Muster wiederholen sich auch in jedem Projekt. Es gibt wunderschöne Pullover-Varianten mit diesem Razor-Shell-Pattern, mit den Puffärmeln.
insgesamt mit dieser Silhouette. Es gibt wunderschöne Kleider, ganz, ganz tolle Kleider, auch so Hängekleidchen mit so einem Ärmelchen dran, mit so einem Hängerchen dran, besser gesagt. Und es gibt zwei wunderschöne Mützen, eine normale Bommelmütze und ein Barett. Und in dieses Barett habe ich mich Hals über Kopf verliebt. Und das muss auch unbedingt noch auf meine Nadeln. Ich bin jetzt richtig süchtig, was Vereilstricken angeht. Und das ist einfach, das sieht so toll aus. Das muss in meinen Kleiderschrank. Und hier hinten könnt ihr auch noch mal sehen, wie die Originalvorlagen ausgesehen haben von der Mama von Gudrun Johnston. Ganz hinten ist auch noch ein Ravelry-Code drin. Wenn ihr dieses Buch nicht immer mit euch rumschleppen wollt, dann könnt ihr das Ganze auch dann digital haben. Bei Ravelry findet ihr das Buch natürlich auch. Ihr könnt dann da den Code eingeben und dann bekommt ihr euren kostenlosen Download-Link. Ja, meine Lieben, das war so mein Strick-Content, den ich für dieses Mal im Podcast habe. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was ich in den letzten Wochen so gelesen habe, dann bleibt gerne dran. Falls nicht, dann sehen wir uns doch hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Und ich wünsche euch eine schöne Strickzeit schon mal und bis bald. So, meine Lieben, ich hoffe, ein paar von euch sind noch da und hören mir zu, wenn ich über meine Bücher rede. Ich habe hier natürlich noch Die Hexe und der Winterzauber. Das ist da leider das letzte Buch in der Wintertrilogie. Hier könnt ihr nochmal alle Bücher sehen. Der Bär und die Nachtigall, das Mädchen und der Winterkönig und die Hexe und der Winterzauber. Und ich bin jetzt schon bald auf der Hälfte des letzten Buches und ich bin sowas von traurig. Das ist nämlich mal wieder eine Trilogie, die mich richtig in ihren Bann gezogen hat. Es geht ja um russische Folklore und Märchen- und Sagengestalten, die im starken Kontrast zur Kirche stehen und zu den politischen Machenschaften der Menschen. Dass die Menschen sich eben von der Folklore, von den Geschichten, von den Hausgeistern, von den guten und bösen Waldgeistern abgewendet haben. Und was ja die junge Heldin in diesem Buch versucht, zwischen beiden Welten zu vermitteln. Es ist eine Geschichte über ein starkes Mädchen, das viele Gefahren auf sich nimmt, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und darüber wird eben erzählt. Das Buch bzw. diese Trilogie ist wirklich sehr kurzweilig. Also die Catherine Arden hat es wirklich drauf, alles präzise, aber trotzdem relativ kurz zu beschreiben. Man hat wirklich das Gefühl, dass man mit Wasja durch den meterhohen Schnee stapft oder mit ihr durchs Feuer geht. Und eine Geschichte, die mich so richtig in den Bann gezogen hat und wo ich mich auch immer wirklich freue, abends ins Bett zu gehen, um noch eine Seite oder zwei oder drei oder vier zu lesen. Mindestens eine Stunde. Ich muss schon immer früher ins Bett gehen, weil ich genau weiß, das hier, das wird mich noch eine Weile beschäftigen. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass ein Buch mich wirklich so schwer begeistert hat, beziehungsweise die gesamte Trilogie, kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr so ein bisschen auf Märchen und Sagengestalten und ein bisschen Zauberei steht. Und dann war ich seit langer Zeit mal wieder in meinem Lieblingsbuchladen und habe da wirklich wieder viele, viele Bücher mitgenommen, aber von denen erzähle ich euch jetzt nicht unbedingt gleich, sondern vielleicht nur von zwei ausgewählten, denn wenn ich Bücher shoppen gehe, dann kann das schon mal ganz gut ausarten, aber genauso wie bei Wolle veratme ich Bücher auch ziemlich hochfrequent, würde ich mal sagen. Ja, und ich habe mich eben noch für zwei besondere Bücher entschieden. Hin und wieder lese ich ganz gerne mal Reiseberichte. Wenn ich selber nicht unbedingt verreisen kann oder dahin reisen kann, wo andere schon waren, dann lese ich wirklich gerne Reiseberichte. Und ich bin da mal weggelesen von Harpe Kerkeling, der ja den Pilgerweg Richtung Santiago de Compostela genommen hat. Und ich habe hier eine junge Dame, die Lena Schnabel, die hat einen anderen Pilgerweg auf sich genommen, und zwar den japanischen Jakobsweg auf der Insel namens Shikoku. Ja, und das ist ihr Buch, Meine Suche nach dem Nichts. Sie erzählt so ein bisschen von einer Krankheit, die sie doch schon ziemlich arg aus dem Leben gerissen hat. Und aufgrund dessen hat sie sich dann entschlossen, diesen Jakobsweg zu gehen. Sie ist von Hause aus Journalistin und hat das Ganze in einem Buch zusammengefasst. Und ich finde, sie hat eine sehr erfrischende Art zu schreiben. Bisschen frech, bisschen kurz, also sehr kurzweilig, und ja, es ist wirklich sehr spannend, was sie da so auf dem Jakobsweg erlebt. Sie
Sie schreibt auch von ihrem eigenen Scheitern. Sie ist schon einmal da gewesen, hat dann aber gesagt, nee, ich schaffe das jetzt doch nicht, diesen Jakobsweg zu gehen aufgrund meiner gesundheitlichen Lage. Ich fliege wieder zurück und verschiebe das. Und sie ist dann doch wieder hingeflogen. Sie hat auch einige Jahre in Japan gelebt, spricht also auch die Sprache, was sicherlich auch sehr von Vorteil ist und kennt sich in der japanischen Kultur ziemlich gut aus, wie ich jetzt mal so beurteilen würde. Es ist wirklich sehr kurzweilig. Sie erzählt von der Kirschblüte und über so Bräuche und die Kultur im Allgemeinen des japanischen Volkes mit ihrem Glauben, mit den vielen verschiedenen Tempeln und was man da so an ja, Tempelbeigaben hat und so weiter. Und meine Suche nach dem Nichts, glaube ich, spricht so ein bisschen die buddhistische Lehre nach Licht und Leere an, also dass man erleuchtet ist und gleichzeitig in Balance lebt, also in der Leere quasi weder zu gut noch zu schlecht, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich bin noch nicht so ganz weit drin. Ich habe das Buch angelesen, muss ich sagen. Und angelesen bedeutet, ich habe 105 Seiten verschlungen. Ups, ja, so ist das halt. Und ich finde es unheimlich interessant, wie sie schreibt und worüber sie schreibt, über, wie gesagt, die japanische Kultur, über diese Insel und diesen 1300 Kilometer langen japanischen Jakobsweg. Und falls das was für euch ist, kann ich euch das sehr empfehlen. Es ist wirklich sehr kurzweilig, sehr interessant und man lernt auch wirklich viel über die japanische Kultur. Und das zweite Buch, über das ich mit euch gerne noch sprechen möchte, ist ein absoluter Klassiker. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Und zwar ist das Mary Shelleys Frankenstein. Das ist jetzt vom Penguin Verlag neu aufgelegt worden. Und ich finde, diese Geschichte über Frankenstein und das Monster, das er erschaffen hat, ist aktueller denn je. Wenn ich ehrlich bin, so. Wir leben ja jetzt auch in einer Zeit, wo alles optimiert wird und wo wir der Digitalisierung gegenüberstehen und der Automatisierung, der Technisierung. Wir haben Armbanduhren, die smart sind, die mit uns reden, die uns überwachen, die über uns Daten sammeln. Und wir verlassen uns so sehr auf die Technik und wir verändern uns dabei selber auch so weg von der Natur eigentlich, weg von der Intuition, weg vom Fühlen. Alles wird in Algorithmen gemessen, alles wird in Datensätzen gesammelt. Man kann seinen Herzschlag überwachen, man kann seine Schlafqualität überwachen. Es ist eine unheimliche Entwicklung und die wird immer schlimmer und durch Corona sicherlich noch mehr befeuert und irgendwie, finde ich das deshalb so aktuell, diese Geschichte mal zu lesen. Ich habe das Buch selber noch nie gelesen. Die Geschichte an sich kenne ich, weil sie ja in vielen Filmen mehr oder weniger erzählt wird. Und ganz interessant ist eben die Frage, welche Verantwortung trägt der Mensch als Schöpfer? Und wie gesagt, wir erschaffen ja auch viele Dinge, die Strom brauchen oder die uns viel Arbeit abnehmen sollen, wodurch Arbeitsplätze wegfallen. Wir beuten unsere Umwelt aus. Wir nehmen anderen Tieren den Lebensraum, um neue künstliche Dinge zu erschaffen. Und deswegen habe ich mir gedacht, lies doch einfach mal Frankenstein. Die Geschichte ist über 200 Jahre alt, 200 oder 300 Jahre. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber sie ist aktueller denn je. Und deswegen dachte ich mir, Frankenstein muss einfach sein, auch wenn es eine ziemlich heftige Gruselgeschichte ist. Aber naja, die Realität sieht ja auch ein bisschen gruselig aus, wenn ich das so sagen darf. Ja, aber wie gesagt, das sind so meine beiden neuen Zugänge. Das Buch hier habe ich auch schon angelesen, bin jetzt auf Seite 73. Naja, das geht ja noch, ne? Ja, aber das sind so die Bücher, von denen ich euch gerne noch erzählen wollte. Unter anderem, ich habe ja noch ein paar andere, aber die kann ich euch ja dann gerne zeigen im nächsten Podcast oder im nächsten Vlog, wenn ihr wollt. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, ob euch auch meine Buchsammlung interessiert. Dann erzähle ich euch auch gerne mal mehr darüber. Ansonsten habe ich für dieses Jahr ein bisschen mehr Podcast geplant und ich wollte euch einfach fragen,
ob ihr mir mal in den Kommentaren schreiben würdet, was ihr auf meinem Kanal am liebsten seht. Seht ihr am liebsten Podcasts? Seht ihr am liebsten Vlogs? Mögt ihr die Making-ofs vielleicht am liebsten? Vielleicht könnt ihr mir da ja so ein kleines Ranking dalassen. Und dann versuche ich mal so eine kleine Übersicht zu machen und zu schauen, was ihr wirklich gerne schaut. Also ich weiß, der Podcast ist ja sehr beliebt. Und würdet ihr den vielleicht öfter sehen, vielleicht mit weniger Projekten, weil ich bin ja nicht so schnell im Stricken und meistens habe ich ja relativ große Projekte auf den Nadeln. Das würde mich wirklich sehr interessieren, wenn ihr mir dazu mal ein bisschen Feedback geben könntet. Im Gegensatz dazu habe ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr Inhalte für diesen Kanal für euch zum Anschauen. Und das wäre doch eigentlich ganz schön, wenn ich das so ein bisschen so gestalten könnte, dass ihr da auch richtig Spaß dran habt. Das würde mich wirklich sehr freuen und deswegen gebt mir doch gerne mal Feedback, was ihr auf meinem Kanal am liebsten seht und was ihr noch mehr sehen möchtet. Vielen Dank schon mal für das Feedback. Meine Lieben, und das war es auch schon wieder für diesen Podcast. Ich hoffe, ihr seid an eurem Strick- oder Näh- oder Häkelteil ein bisschen weitergekommen, hattet eine schöne Zeit, konntet euch ein bisschen entspannen. Und dann sehen wir uns doch auch hoffentlich im nächsten Video wieder. Bleibt schön gesund und bis ganz bald. Tschüss. Sowas kann ich ja gar nicht. So, wir probieren das jetzt mal aus. Also, du bleibst einfach sitzen. Lächel doch mal in die Kamera. Was machst du denn? Ja, mal lächel einfach in die Kamera. Oh, da bist du ja. Hat funktioniert. So, mein Lieber. Gib mir doch mal kurz, was willst du mich denn jetzt fragen überhaupt? Ja, also machen wir weiter. Ja. Soll ich die ganze Zeit jetzt sagen? Ja, oder soll ich auch dich angucken? Ja, du kannst auch mich angucken. Haha, hat funktioniert.